Ja, das war gerade noch rechtzeitig. Ne? Dankeschön. Großachs des Minotauriers. Des Minotauriers. Kampfsystem empfinde ich als sehr angenehm. Ostcaster. Nebenhand Waffenslot. Willst du was von mir? Nein, ich gehe schon wieder. Und es macht alles einen sehr durchdachten Eindruck. Und das ist ein Punkt, der mir sehr gefällt. Looten beim Fallen. Zack. Oh, der Spell ist gar nicht schlecht. Preislich kann ich im Moment überhaupt gar nicht mitreden. Hast du gerade nachgeguckt, oder? Weiß ich definitiv im Moment nicht. Weil ich es damals gebackt habe auf Kickstarter. Wahrscheinlich Vollpreistitel, oder? Du kriegst dann zwar irgendwelche Ingame-Gegenstände vermutlich. Denn er ist nach hinten losgegangen. $50 für das günstigste Paket. Ja, ja. Ich habe auch neulich nachgefragt, weil ich dachte, ich kann es noch gar nicht spielen. Beim Support. Oh Gott, die Respawn ist die andere Seite. Okay. Ich kann zum Beispiel jetzt meinen Kickstarter-Tier, also meinen Grad des Kickstarter-Backers, kann ich nicht mehr erhöhen. Ich müsste jetzt so ein Package bei einem Händler kaufen. Also die haben das irgendwie ganz komisch gelöst, aber ja. Nicht unbedingt schlecht. Ist natürlich eine Sache, dass du jetzt hier Vollpreis 50 Euro investieren musst, um an den Key ranzukommen. Dafür, dass es Pre-Alpha ist, sind aus meiner Sicht... Aus meiner Sicht ist es natürlich riskant. Also es wäre jetzt nicht der erste Titel, der noch während der Beta oder wo auch immer noch vor die Hunde geht aus irgendeinem Grund. Deswegen 50 Euro zu investieren ist halt bei einem Early Access immer ein bisschen riskant. Ist das jetzt hier der... Türcamp. Okay. Unterstütze ich noch ein Kickstarter-Projekt. Jupp. Ich bin damals, glaube ich, sogar mit einem relativ niedrigen Preis eingestiegen oder mit einem relativ niedrigen Engagement. Ich habe, glaube ich, 40 Euro gezahlt, weil ich damals böse auf die Nase gefallen war mit... Jo, und wie ist der Titel? Also mein letztes Backing, da habe ich richtig viel Geld investiert, weil ich dachte, die erfüllen meinen Traum. Das war der Macher von Ultima Online. Verdammt, wie heißt das Spiel? Ist sogar mittlerweile released. Und es hat überhaupt gar nicht meinen Nerv getroffen. Aus meiner Sicht haben sie da voll daneben gegriffen. Ähm
Und deswegen habe ich jetzt bei Star Citizen viel weniger investiert. Star Citizen ist auch gerade das Ding, was ich erwarte. Also nicht, also ja, eigentlich sehnsüchtigst, aber ich sag mal, wenn es innerhalb der nächsten 10 Jahre kommt, ist gut. Was sie bis jetzt geschafft haben, ist aus meiner Sicht großartig. Ihr seid untot, oder wie? Nö, zur Tür. Ist ja auch unser Türcamp. Also das wird eines meiner Haupt-Streaming-Games werden, wenn es denn rauskommt. Also Star Citizen, wenn sie das halbwegs so umsetzen, wie sie es angekündigt haben, und wenn sie es weiter so entwickeln, wie sie es bis jetzt entwickelt haben, nicht unbedingt so, nicht so langsam, sondern qualitativ und von den Innovationen, die sie reingebracht haben, dann muss ich sagen, wird es mein Spiel auf relativ lange Zeit. Weil ich bin unglaublicher Sci-Fi-Fan, Science-Fiction-Fan. Mache ich noch Schaden oder mache ich keinen Schaden mehr? Ja, aber du musst immer im Fadenkreuz halten. Wenn das Fadenkreuz ein bisschen daneben ist, dann trifft er nicht. Der Loot ist echt heftig viel. Das sind. Also das ist mein Projekt noch. Was ich zurzeit noch unterstütze und auf was ich noch hoffe. Bin ich? Da bin ich. Okay, jetzt wird's schon langsam eng. 81. Seltene Mandrake gut. Dann 26. Machen wir kurz zu. Jetzt noch mal. Hundertneunundzwanziger. Kann er nicht ausrüsten oder wie? Mach mal so. So geht's. 81. So ausrüsten geht nicht, oder wie? Dann halt so. Zu welchem Genre? Das ist eigentlich schon Simulation, weil du kannst eigentlich dich Open World mäßig, also das Ziel ist, die Galaxie nachzubauen, das ist erstmal Sonnensystem. Dann kannst du dich quasi zu Fuß auf Planeten und auch mit Fahrzeugen auf Planeten bewegen,
kannst dich in Stationen bewegen, also frei bewegen. Du kannst mit deinem Raumschiff dich frei bewegen. Es gibt keinerlei Mauern oder also unsichtbare Wände. Keinerlei Beschränkungen. Also alles, was du siehst, kannst du betreten. Alles ist permanent und persistent. Das heißt, wenn du auf der Erde irgendwas gecraftet hast und legst es dort in den Container, du fliegst dann auf die Sonne und brauchst dafür 3 Realzeitmonate zum Beispiel und kommst danach auf die Erde zurück, dann ist das Zeug immer noch alles da. Oder legst jetzt hier Dinge auf dem Boden ab, auf irgendeinem Planeten, zum Beispiel, wie wir jetzt hier bei dem Spiel gesehen haben, wenn du irgendwas nimmst, willst es ablegen, geht's nicht. Dann wird es zerstört, weil es im Spiel nicht programmiert ist, dass Dinge persistent drin bleiben. Die haben es aber so gemacht, dass du dort alles ablegen kannst und wenn morgen dein Kumpel kommt, den du berechtigt hast, wie es mit Berechtigung läuft, weiß ich nicht, kannst du aber auf jeden Fall das Ding dann mitnehmen. Also es wird nicht aus der Welt entfernt. Irgendwas wirkt da noch auf mich. So. So, jetzt gibt es ein bisschen feiner von der Hand hier mit unserem Debuff. Ich hoffe, das hat deine Frage ein bisschen beantwortet, Keanu. Okay, das waren diese Türen. Satüren auf, Satüren zu. Eckstein. Da tippe ich mal auf. Falscher Tipp. Besser. Also wenn es so flach dargestellt wird, der Stein, dann ist er mit dem Hammer zu bearbeiten. Natürlich genau jetzt fehlt wieder meine Ausdauer. Und wenn er so spitz, etwas spitzer dargestellt wird, dann brauchst du die Spitzhacke. Bums. Rums. Gut. Karte. Jetzt gehen wir noch schön dahin, wo es leuchtet. Das heißt, ziemlich genau Norden. Jo. Ganz unbescholten komme ich da wohl nicht durch. Na ja, doch. Satyr-Ritter. Komm, den muss ich noch ausprobieren. Den lassen wir liegen, sonst gibt es einen Haufen Ärger. Was war das nochmal? Auf jeden Fall mit der Axt zu mit der Picke zu bearbeiten. Aurelium. Boom.
Oh, geht doch. Mal geht noch. Okay. Was haben wir gesagt? Norden. Da packe ich doch mal auf den Weg Knüppelholz. Einmal Pix bewegen. Und jetzt ist es dann wirklich Norden. Die Miezekatze können wir noch mitnehmen. Mau, hat er gesagt. Hellcat Eye. So, jetzt bin ich voll ausgeeilt. 150er Messer. Weil du bist zerstörenswert. Ist mein Beutel randvoll. 27. Okay. Trotzdem muss ich auf H. Jetzt gerade eben zerstört. Oh, das war schlau. Ich sehe schon. Da habe ich es dann voll drauf. Also Messer. Oder bestimmt noch irgendwo ein anderes Holz. Was war das? Eichenholz. Oh, das muss ich ausprobieren. Ob wir da über 100 Haltbarkeit kommen. 200. Siehst du mal. Sack und Asche. Also. Eiche. Dann in blau da, fast schon blau dargestellt. Cool. Unsere kleine Fee und ihre Ausdauer. Uiuiui. Rang 2, Katze. Katzenexplosion. Gut. Orientierung lässt grüßen. Ah, da hinten, okay. Das heißt, wir gehen wieder auf U und fliegen mal eine Runde. Sekunde. Okay, nun, ich habe noch nie Sekiro gespielt, nein. Ich habe mal kurzzeitig Dark Souls gespielt. Großartige Trilogie. Ich werte Sekiro so ein bisschen in die Richtung natürlich. Was ich an Let's Plays gesehen habe, ist es ein großartiges Spiel.
Aber aufgrund meiner nicht vorhandenen Nahkampfaffinität habe ich das noch nicht gespielt, nein. Was ich so gehört habe, soll es sehr schwer sein. Da komme ich jetzt gerade nicht rein, wie sehe ich das? Laufen wir einfach einmal außen rum. Was soll's? Wir haben ja Flügel. Hast du es gespielt, Keanu? Sekiro? Shadows Die Twice. Knoten in der Zunge. Fast so wie ich gedacht habe. Es gibt nur einen Eingang, so wie es aussieht. Willst du ihn noch holen? Okay. Ja, ich denke, sie haben jetzt auch bestimmt einiges nachgepatcht. Weil ich vermute mal, es war ja schon so auch bei Release schon gut. Und eigentlich ist immer gut, erst einige Zeit nach Release sich dann das Spiel zu holen, weil es bis dahin dann alles durchgepatcht ist und die meisten Bugs gefunden. Zopp die Grille. Ich will doch nur ins Gebäude rein. Echt nur da vorne da. Naja, so ist halt. Ja, also auf jeden Fall wirst du deine Herausforderungen da finden. Das ist eins, was sicher ist. Und ich denke mal, da ist auch das Geld gut angelegt in dem Spiel. Weil es auf jeden Fall ausgereifte Kämpfe bietet, wie sonst kaum ein anderes Spiel. Und du musst nicht auf alte, schon relativ bekannte Mechaniken, also das heißt Mechaniken, Geschichte von Dark Souls zurückgreifen. Mein Gott, ich habe mein Ziel erreicht. Einmal außen rum. Lass mal schön sehen, was wir da noch für Strahlen im Himmel haben. Vor allem, was steigt da nach oben auf? Die Strahlen sind vorne rechts in dem Komplex, schätze ich mal. Die ganzen Portale. Und da bin ich auch reingekommen, glaube ich, ja? Schätze ich mal. Vermute ich mal. Da hinten pufft irgendwas nach oben weg. Da muss ich erstmal hingehen. Cactus Dummy, da war ich eigentlich auch schon dran. Naja, so oder so ist es auf jeden Fall wunderschön gemacht und lädt ein zum Entdecken.
Kontakt machen kannst du hier wohl nichts, wie es aussieht. Warum wird es da tiefer? Ja, so stelle ich mir auch ein MMORPG vor. Okay, klettern ist nicht. Und ich bin super gespannt. Nach dem, was ich jetzt gesehen habe. Also als Pre-Alpha. Ich meine, es ist ja schon spielbar. Und klar, es gibt halt von Alpha nach Beta gibt es halt einen Wipe. Okay, das ist halt so, weil da die ganzen Kompatibilitäten nicht mehr vorhanden sind. Aber dann sollen sie wegen mir noch 5 Jahre lang dann rumbauen, sage ich jetzt einfach mal so. Wenn du es zwischendurch nochmal oder schon mal spielen kannst. Ich meine, es ist natürlich, es birgt alles Gefahren, das ist klar. Wenn es zu lange in Entwicklung ist, dann verbrennt es theoretisch irgendwann mal. Wow. RuneGate to Nisa. Nothing. Blenden. Rang 3. Jotun Rang 4. Elysia Rang 5. Celista 6 bis 8. Okay. Was war das hier? Blenden Rang 3. Und Nysa. Okay. Whatever. Wie auch immer. Ah, okay. Komm, lass uns mal Material kurz loswerden. Die sollte ich mir mal angucken. Okay, den habe ich schon 3-mal. Soweit alles klar. Es ist auch nachvollziehbar, dass wir das jetzt hier haben, jederzeit zugänglich gelassen, weil hier kannst du einigermaßen sortieren. Hier kannst du gar nichts sortieren. Spart eine Menge an Frust. Kluge Entscheidung der Entwickler. Weiches Fell. Einen Goldapfel habe ich gleich zu Anfang gefunden. Ein Opferauge. So. Also gut. Ja, wie es denn hier so weitergeht, sehen wir dann definitiv morgen. Weil schon ist wieder 21 Uhr. Leute, vielen Dank, dass ihr da wart. Was noch ganz wichtig ist, vielen Dank an Autoplayer, dass du subscribed hast. Und vielen Dank an Bear fürs Follow. Und vielen Dank an Atreus fürs Follow am heutigen Tag. Vielen, vielen Dank. Keanu, vielen Dank fürs lange Dasein, fürs regelmäßig Unterstützen. Ich finde es super. Danke dir. Wie gesagt, die Stuff Badges. Und auch danke dir, Nubi, fürs Dasein. Bis die Tage, ja. Die Sub-Badges sind auf dem Weg und das Channel-Design ist auf dem Weg. Es geht nicht vergessen und das Geld fließt hier in den Channel rein. Ich bin super gespannt, wie die Badges werden. Sobald sie da sind, werde ich sie euch hier zeigen. Okay, eine schöne Nacht, einen schönen Abend und morgen ist Samstag und morgen wird es ab 12 Uhr mit dem Game hier weitergehen.
Und so wie ich das gerade im Moment gerade rieche, wird es das ganze Wochenende so weitergehen. Okay, also dann. Bis morgen um 12. Ciao, ciao und bis dann.